Willkommen zurück bei Father and Son, Play for Fun. Und dann, oh, er ist den Hund streicheln. Und dann gucken wir, was heute so anliegt. So. Da ist ja das Wichtigste vom Tage schon mal erledigt. So, was machen wir heute? Gegnerische Nichtspieler. Oh, vom Pferd aus mit dem Lasso gefangen. Ja, kann man machen. Gewürztes Wildfleisch gekocht. Gewürztes zartes Fischfilet. Ja, das habe ich ja selten, glaube ich. Hühner gehäutet. Oh Gott. Pfifferlinge sammeln. Ja, also Fleißaufgaben. Ja, nichts für mich. Der ungeliebte Kopfgeldjäger. Zielperson mit Bolas zu Fall gebracht. Und hier Kopfgeld mit Restlaufzeit von 5 Minuten und mehr als eine Person auf einmal abgeliefert. Oh, 7 mittelgroße Tierkadaver, Versorgungsmission und Waren an örtlichen Käufer verschnackt. Gegenstände mit dem Spaten. Insgesamt 6 Sammlerstücke und verlorenen Schmuck gefunden. Oh, Geld durch Handel. 2 Minuten lang getanzt und schwarz gebrannt mit Restlaufzeit von 5 Minuten. Tiere wecken, legendären Tiere, Zähigkeitstonika. Ja, dann. Alter Trick zuerst, ne? Erstmal in die kalte Ecke. Kann sich nur um Stunden handeln. Heb mir das Tuch ab. Hier wird es ja wohl kalt genug sein. Ja, minus 18 Grad. Gehen wir mal entspannt hier hinten. In die Ecken, wo man auch manchmal was finden kann. Da friert er schon. Aber die Hälfte schon mal drin. Hier scheint heute gar nichts zu sein. Also, oh doch, 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 doch. Hier liegt zumindest eine Tarotkarte. Dann haben wir schon mal ein bisschen was. Ist das auch schon mal erledigt? Ja, dann würde ich sagen, ab in die Schnapsbrennerei, oder? Erstmal Geld verdienen. Manchmal könnte man ja auch eben direkt checken. Ja, auch gut, oder? Dann läuft das doch. Wie gesagt, hier so Pfifferlinge sammeln, Hühner häuten, was nicht alle. Kann man machen, muss man nicht. Ich denke, wir machen heute mal grob so ein halbes Stündchen. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und gucken mal hier, ob wir auch den passenden Käufer haben. This batch is perfect. We can ship it whenever you like. C'est parti. Ja. Perfekt, gibt's 450 Tacken. Da kann man das für machen. We have our work ahead of us today. This batch is some of my very finest work, and we are setting some of our very finest prices, yes? So, you are not a driver, you are a mother carrying a precious child to market. And watch out for revenue agents. Je devrais peut-être l'accompagner. So, und geht's gleich los. Muss hier mal eben noch eine Nachricht beantworten. So. Und dann müssen wir uns ja ranhalten. Soll ja unter 5 Minuten bleiben. Also, Kinokamera an. Ab geht's.
müssen wir gleich mal gucken, ob ich noch irgendwie so eine Sammlerkarte offen hatte. Obwohl, mein Gott. Wir brauchen die Madame hier heute gar nicht, ne? Verkaufen müssen wir ja nichts. Hier kommt gleich, genau, da ist sie. Die Bodenwelle. Jetzt. Was ist denn hier los? Was steht der denn da so dämlich rum, oder? Schnell weg hier. Dann sollten wir es unter 5 Minuten schaffen. Hier ein bisschen vorsichtig, dass wir nichts kaputt fahren. Kann ich ja auch ganz gut. Möglichst keine Pullen kaputt machen. Und schon. Die Kohle verdient. Ja, besser geht's nicht, oder? Ja, hier, das alles Mumpitz. Mittelgroße Tierkadaver. Ist nix. Das ist auch nix. Reiten wir mal eben die üblichen Stellen ab. Auch nix. Ja, aber heute ist ja echt bitter, ne? Auch nicht. Aber jetzt tickt es hier. Jetzt ist die Frage, ist es hier oben die Münze? Ja. So, da bekomme ich noch eine Nachricht rein. Die muss ich mal eben beantworten hier. Ich tippe auch leise. So. Wie gesagt, ist das auch erledigt. Oh, oh, oh. Aha, ah, das tut einem in der Seele weh, oder? So, wenn alles glatt läuft, dann mache ich morgen frei und dann... Ah, da unten ist noch eine Schnapsbulle. Und dann können wir uns wieder schön um die Post von der Madame kümmern. Mal das auch schon mal. Ein Fläschchen hier. Aber hier ist heute sonst auch nichts, ne? Mann, 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 Mann.
Der steht hier auch gut, der Typ. Hier mal im Gucken. Hier vibriert auch nichts. Ja, bleib locker, Kollege. Please let me be. Also sind die üblichen Stellen heute aber mau, oder? War da oben noch was? Auch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja dann. Ab nach Hause. Mittlere Tierkadaver. Mittlere. Da geht doch auch. Gute Henne. Die hier sonst immer rumlaufen. Nur heute nicht. Doch da. Und der Zustand ist ja bekanntlich egal. Mal, dass wir gleich noch eine Versorgungsmission machen können. Mein Gott, ich würde ja auch einen Hasen nehmen oder einen Fuchs. Irgendwas. Große Tierkadaver brauche ich nicht. Spenden wir das erstmal. Okay, hier tickt es schon. Wo ist das denn dann wohl? Hier? Nee. Dann doch da. Ich kann mir ja auch nicht merken, was da immer liegt, ne? Vielleicht ist es ja wieder der verlorene Schmuck. Könnte sein, ne? So. Was mache ich denn hier? Kann sich nur um Stunden handeln. Heute habe ich es hier echt drauf. Ah, hier ist aber auch noch was. Oh, den Schwarzgebrannt nehmen wir erstmal mit. Und die Karte ziehen wir auch noch. Dann nehmen wir den Schmuck ja auch noch mit hier. Schade. Für die Tasche. Aha. Und dann können wir die Versorgungsmission gleich starten. Super, dann läuft's. Kann man ja nie merken, wo das genau ist, ne?
Dann war doch hier Fähigkeitstoniker. Also da müssen wir zumindest nichts herstellen. Dann machen wir jetzt erst die Versorgungsmission. Oh, den können wir mal eben betäuben, den Kollegen da. Den Elch. Denn den bekommt man ja nicht alle Tage, ne? Deutlich größer als mein Pferd, Halleluja. So, auch noch irgendeins hier startklar, oder? Dann haben wir das doch auch fertig. Wo ist es hin? So. Ist das auch schon durch? Dann denke ich, starten wir jetzt mal eben die Versorgungsmission. Also erst esse ich eben was. Also hier, virtuell. Essen muss ich gleich auch noch, deswegen. Entweder machen wir gleich Schluss und ich mache noch einen zweiten Teil. Ja gut, oder ich belasse es dabei. Nur ich dachte, damit ihr nicht so lange warten müsst, fange ich hier schon mal an. Ach Gott, das lohnt ja gar nicht. Da kochen wir nochmal irgendwas Richtiges hier. So, da sind auch die Pfifferlinge weg, ne? Kann man noch welche sammeln. Denn ich habe das Essen von gestern im Ofen. Und das, damit mir das nicht anbrennt, so Versorgungsmission starten, müsste ich da gleich eh mal gucken. Ah, ich denke, das schauen wir noch. Some of our fellow traders set off for market, but never arrived. Now, I was thinking, you could go check on them and maybe lighten their load for the return journey. Feels like the least we can do, don't you think? Good. So, und da kommt nämlich wieder eine Nachricht rein. Heute ist ein bisschen stressig hier. Was heißt stressig, ne? Heute ist mal zur Abwechslung auf meinem Handy was los. So. Mein Gott, kommt der mal aus den Socken? Jetzt aber... Gerät nehmen hier, oder? So. Wie das Pferd so... Also gefühlt ist ja da langsamer. Weil ich ihn nicht gefüttert habe, oder... Weil er einfach heute keinen Bock hat. Und es ist der Klassiker, ne? Die Wölfe hier. Aber die werden wir dann heute mal nicht abziehen. Mit den 5 Minuten.
erstmal hinterherpflastern. Eben plündern. Und fertig. Ich denke. Nein, 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 nein. Das Pferd ist noch ganz nervös hier. Dann lässt sich das ja doch ganz anders lenken. Und dann muss ich leider heute etwas echt Ehrschluss machen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Oh, 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 oh. Dann habt ihr die Herausforderung für heute gesehen. Morgen mache ich euch garantiert ein längeres Video. Und dann gucken wir gleich nochmal eben über die Aufgaben. Aber ich denke, dann sind wir so knapp oben 25 Minuten. Da höre ich einen legendären Bären. Den ignorieren wir aber. Den könnte man natürlich auch fotografieren. Ist nur ein bisschen schwierig. Und vielleicht, muss ein bisschen gucken, ja, ein bisschen was zu tun, schaffe ich auch heute noch ein zweites Video, um den Rest zu machen. Ihr werdet es ja sehen. So, hier laden wir das erstmal ab. Dann kann der Kollege weiterarbeiten. Ja, muss man auch ablegen, ne? So. That's what I like to see. So, Vorräte abgeliefert, 0,25. Und jetzt checken wir mal eben. Ein bisschen was haben wir ja geschafft. Also, wir brauchen noch drei Herausforderungen. Und ganz ehrlich, beim Sammler, da kann man aber eben verlorenen Schmuck sammeln. Händler, das kriegt man auch noch hin. Und beim Schwarzbrenner hier, da kann man mal eben zwei Minuten tanzen. Ich denke, ihr wisst, wie es geht. Auch hier, das einfach warten. Heute, finde ich, ist es relativ einfach. Kann man sich ranhalten, dann wird es auch was. So, das war die Folge am Montag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal, lasst mir ein Like da und schreibt da bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.